So, und du bist also Eisensoldat. Ihr seht eine Spur besser aus als die feigen Hunde, mit denen wir es hier sonst so zu tun haben. Aber auch nur eine Spur. Ihr habt euch also das Recht verdient, mit mir zu reden. Ihr seid ein Glückspilz. Mein Name ist Eisensoldat. Aber alle nennen mich nur Soldat. Von mir aus könnt ihr das auch tun. Wenn ich meine Zeit für ein Gespräch mit euch verschwende, dann nur, weil ich respektieren kann, dass ihr in der Arena Staub schlucken werdet. Seid ihr immer so streitsüchtig? Ja, wann immer sich Gelegenheit bietet. Wenn euch das nicht passt, braucht ihr nicht mit mir zu reden. Manche nennen meine Art zu handeln den niederen Weg gehen, aber das sind Narren. Erzählt mir mehr über den niederen Weg. Das den niederen Weg zu nennen, ist ein Versuch, sich über die Philosophie derer unter uns lächerlich zu machen, welche die Wahrheit sehen. Menschen, denen es wirklich nur um das Wohl der anderen geht, gibt es nicht. Nur Leute, die ihr Handeln so begründen, dass es der Masse gefällt. Ich werde mich dieser Art Lügen nicht beugen. Ich bin ein Krieger. Entweder man stellt sich mir und wächst daran, oder man rennt davon. Mit dieser Philosophie macht ihr euch sicher nicht viele Freunde. Das kümmert mich nicht. Es ist meine Natur, gegen dumme Schwächlinge zu rebellieren. Und indem ich zu der Disharmonie stehe, die ich verursache, werde ich immer stärker. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bin nicht hier, um darüber mit euch zu debattieren. Wenn es das ist, was ihr wollt, dann geht zu einem dieser Gelehrten oder zu einem der Trottel von der Schule Schwarzer Leopard auf dem Hügel. Ich werde später nochmal mit euch sprechen, Soldat. Gut, geht jemand anderem auf die Nerven. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dem mal einmal die Visage neu gestalten darf. Han, der Glücklose. Naja, der hat schon hinter sich. Hallo, ich bin Han. Auch wenn mich meine Verehrer und, naja, eigentlich alle Han den Glücklosen nennen. Das ist gar nicht so schlecht. In den unteren Klassen zu kämpfen bedeutet, dem Verwüster nicht über den Weg zu laufen. Unser derzeitiger Meisterkämpfer hätte seine letzten beiden Gegner fast umgebracht. Wisst ihr, ich versuche die sonnige Seite der Dinge zu sehen. Selbst wenn mich die Leute wegen meiner Niederlagen den Glücklosen nennen. Sind denn Zahlen wirklich so wichtig? Ich meine, es zählt doch der Versuch, sein Bestes zu geben. Ihr wisst sicher, wovon ich rede. Die Qualifikationsrunden sind nicht gerade berauschend, oder? Was kann ich also für euch tun? Das wäre vorerst alles. Recht habt ihr da. Seid vorsichtig. Ich möchte einfach nur mal ein bisschen über die Leute wissen, aber jetzt nicht irgendwie groß mit denen quatschen. Dr. Ahn, wer bist du denn? Faszinierend. Wie überaus interessant, euch hier zu treffen. Was? Das Schicksal hat mir zwar in jungen Jahren das Augenlicht genommen, aber ich kann die Energie in euren Meridianen fühlen. Eindrucksvoll, aber auch irgendwie seltsam. Ein blinder Arzt. Was ist seltsam an meiner Energie? Ich weiß nicht, was genau es an euch ist, aber ich würde sagen, ihr seid ausgebildet worden wie kein anderer Krieger hier. Ja. Eines weiß ich allerdings. Einige der Techniken, die von den sogenannten neuen Schulen entwickelt wurden, hätten erstaunliche Auswirkungen auf jemanden mit eurer Energie. Was für neue Schulen? Darf ich mich erst einmal vorstellen? Ich bin Dr. Ahn, Akupunkteurin. Ihr nehmt an den Kämpfen der Arena teil, nicht wahr? Man sagt, ihr seid eines der vielversprechendsten neuen Talente. Das spricht sich aber schnell rum. Aber ich sollte nicht so viel plappern. Was kann ich für euch tun? Ich musste gerade erst überlegen, wo die ihre komische Schleife daran festgemacht hat, aber das ist ja ein Teil des Hutes. Sie hat sich da irgendwie so einen Pin in den Hals gesteckt, naja. Erzählt mir von eurer Arbeit hier. Die Akupunktur heilt den Körper, indem sie seine eigenen Energien freisetzt. Es gibt noch andere Anwendungen, welche das Wissen um die Druckpunkte des Körpers voraussetzen. Ich setze diese heilenden Energien frei, indem ich Nadeln sehr präzise in die Haut einführe. Das ist eine große Kunst. Die Akupunktur ist nebenbei bemerkt auch eine der ältesten Wissenschaften. Man studiert sie schon, seit es das Kaiserreich gibt. Diese Studien kommen den Kämpfern der Arena sehr zugute.
Wie könnt ihr denn Akupunktur ausüben, wenn ihr blind seid? Wie kämpft ihr im Dunkeln? Solche Dinge lernt man durch Studium und Disziplin. Die Nerven der Hand sind unglaublich empfindsam. Die Augen hingegen lassen sich schon vom Licht allein ablenken. Ich würde nicht sagen, dass es ein Geschenk war, von klein auf blind zu sein. Aber ich habe dafür gesorgt, dass es auch keine Bürde wurde. Und wie funktioniert diese Behandlung? Meine Techniken zur Freisetzung eurer ungenutzten inneren Energien sind neuer und etwas radikaler. Doch selbst sie werden bereits seit einem Jahrhundert erforscht und sind in langen Jahren der Praxis vervollkommnet worden. Erzählt mir mehr darüber. Um es einfach auszudrücken: Euer Körper besitzt unglaubliche Energien. Wenn einige davon aus dem Gleichgewicht geraten, kann der Körper krank werden. Die Akupunktur löst Blockaden in den Körpermeridianen, natürlichen Kanälen, durch welche sich die Energie bewegt. So erhält der Körper sein Gleichgewicht zurück. Und wie könnt ihr damit Leute stärker machen? Die neuen Schulen haben Wege gefunden, die Energiekanäle des Körpers zu optimieren und euch dadurch stärker zu machen, als ihr es normalerweise wäret. Ihr müsstet den Aufbau eurer kämpferischen Fähigkeiten praktisch aufgeben, um sie besser zu verstehen. Doch ihr habt andere Fähigkeiten zu vervollkommnen. Was können mir eure Fähigkeiten nutzen? Der kundige Einsatz meiner Nadeln steigert eure Kraft, stellt eure innere Vitalität wieder her und setzt Energien frei, die ihr in eurem Körper nie vermuten würdet. Das Einzige, worauf meine Nadeln offensichtlich keinen Einfluss haben, ist eure innere Magie. Wie es scheint, sind selbst der Akupunktur Grenzen gesetzt. Zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Aber gern. Seht her. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass wir irgendwelche Stile, so sage ich mal, solche Verbesserungen kaufen können. Naja, erstmal nur Intuition, so reiner Körper und klarer Geist. Gesundheit plus 15 und Fokus plus 5. Alter. Das muss ich haben. Wurde der Körper auf die richtige Art und Weise gereinigt und befinden sich die Kräfte des Körpers in Balance, so stellt man fest, dass man über mehr Kraft verfügt, Entbehrungen besser widersteht und dass der Geist klarer und anpassungsfähiger ist. Kaufen. Kraftvoller Körper plus 10 Gesundheit minus 2 Chi. Auch okay. Im Körper sammeln sich mit der Zeit viele Gifte an. Werden diese Gifte nicht aus dem Körper entfernt, kann er träge und schwerfällig werden. Durch die Reinigung des Körpers kann das Blut wieder ungehindert fließen, was die Lebensgeister stärkt. Diese neue Kraft hat jedoch eine störende Wirkung auf das Qi. Kaufen. Klarer Geist. Plus 10 Fokus, minus 1 Einschüchterung, was wir sowieso nicht brauchen. Ein klarer Geist kann Dinge erkennen, die einem vernebelten Verstand verborgen bleiben. Werden die Ungleichgewichte im Körper beseitigt, die den Geist ablenken, so stärkt das den Fokus. Diese geistige Haltung erscheint unbedarften, jedoch oftmals als Desinteresse. Brauche ich auch. Und Porzellanhaut. Schmeicheln plus 2, Qi minus 4. Helle Haut ist ein Zeichen für Gesundheit und Schönheit. Werden die entsprechenden Kräfte im Körper in Balance gebracht, kann man damit sein Aussehen verbessern. Solche Eitelkeit ist wahre Erleuchtung allerdings nicht zuträglich. Das brauche ich nicht, weil was bringt mir das letztendlich? So, oh, hervorragend. Wir sind viel, viel besser geworden. So, Sung Bu, Sung Bo und Sung Sui. Geht weg! Sung Bu ist beschäftigt mit Nachdenken. Okay. Die Brüder Sung grüßen ihren Gegner. Mein Name ist Sung Bo, dies ist mein jüngerer Bruder Bu und das ist mein älterer Bruder Sui. Lasst mich in Frieden. Ein Gespräch mit euch würde nur meinen Geist vernebeln. Ich glaube, du warst gar nicht gemeint, Sui. Er spricht mit Bo. Seid unseretwegen nicht allzu besorgt. Es liegen noch viele Kämpfe vor euch, bevor ihr den Sung-Brüdern entgegentreten dürft. Eure Fragen werden wir allerdings schon jetzt beantworten. Ach, zu gütig von euch. Könnt ihr mir etwas über die Kämpfer hier erzählen? Ihr werdet zunächst nur gegen Kämpfer aus den niederen Rängen antreten. Stellt uns diese Frage wieder, wenn ihr euch im Ring ein wenig Respekt verdient habt. Hm.
Ich habe es lange. Ja, okay, das fragen wir am besten nicht. Im Moment habe ich sonst keine Fragen an euch. Gut. Wir werden uns wiedersehen. Davon bin ich überzeugt. Natürlich. Es sieht aus, als wenn aus dem Kopf irgendwie eine Paprika oder sowas hat. Gut, hier geht es, glaube ich, zu den Stallungen runter. Ja, genau, da waren wir ja schon drin. Gut, dann drücken wir einmal auf F5. Denn jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben genug geredet. Hier kommen wir aktuell sowieso noch nicht durch. Können wir da eigentlich durchlupen? Da sehe ich jemanden, da sehe ich jemanden. So, müssen wir gucken. Schade. So irgendwie durchglitschen kann ich nicht. Na egal. Qui der Werber, es kann losgehen. Ich würde gerne hören, dass ihr bereit seid für euren nächsten Kampf. Aber sicher doch. Was braucht ihr? Was über die Arena fragen. Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. Ihr beginnt mit selbst den Ja, Ablauf. Ogre. Nein, ich möchte lieber gleich mit dem Kampf beginnen. So ist's recht. Werft euch ins Getümmel und setzt beide Fäuste ein. Der Ablauf ist nicht schwer zu begreifen und ihr macht einen schlauen Eindruck. Seid ihr bereit? Natürlich. Ja, lasst uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Ein neuer Krieger kämpft gegen das Biest. Mein Name ist Bell. So, den Oger, wie greifen wir den denn mal an? Du bist viel zu langsam, Oger. Piek, piek, piek. Wir haben uns alle lieb. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Das war's schon. Lächerlich. Ein eindrucksvoller Auftakt. Normalerweise hätte ich für den Anfang einen leichteren Gegner gewählt, aber ihr strotzt ja nur so vor Potenzial. Danke für die Blumen. Die anderen Kämpfer sind ebenfalls auf euch aufmerksam geworden. Geht und fragt sie, wenn ihr mir nicht glaubt. Na, das lassen wir mal besser sein. Das war wirklich ein großartiger Kampf. Den Oger zu besiegen ist nichts Besonderes. Das hätte ich gefesselt und mit verbundenen Augen besser gemacht. Manchmal bekommt man eine Antwort auch ohne zu fragen. Aber ein Kampf macht noch keinen Meister. Ihr habt noch viele Gegner zu bezwingen. Also, seid ihr bereit? Na klar. Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. Da ihr euch gegen den wilden Oger beim letzten Mal wacker geschlagen habt, werde ich dem Publikum eine kleine Freude machen. Ich habe da vier junge Burschen aus einer Schule westlich der Stadt, die mir ständig in den Ohren liegen, dass ich sie in härteren Kämpfen einsetzen soll. Ihr könnt sie alle vier gleichzeitig haben. Sind es wenigstens Frauen? Die Menge wird toben und die Burschen kriegen ihre Lektion. Ja. Passt auf, dass sie euch nicht von den Seiten oder von hinten erwischen. Das Seid klingt ihr komisch. bereit? Ja, lass uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Dann machen wir diesmal einen anderen Stil, damit wir so ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Vier Schüler erproben ihre Fähigkeiten gegen einen Meister. So, dann versuchen wir es doch diesmal mit dem Stein Unsterblicher. Ba, 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 ba. Nummer 1 erledigt. Das war's schon. Ha! Das nochmal hier mit dem. Ah, so war das. Baum, baum, baum. Oh, das ist ja schon leicht gemein, muss ich sagen. Sie können mir nicht mal einen Schadenspunkt zufügen. Diese Kerle kommen sicher nicht so schnell wieder.
Ein ganzer Pulk, der einen einzelnen Gegner nicht besiegen kann. Eine Schande für jeden Bauern und erst recht für einen Schüler der Kampfkünste. Vergiss nicht zu sagen, dass sie mich nicht einmal treffen konnten. Nun, dann erzählt mir noch etwas über meinen nächsten Kampf. Die Zuschauer springen gut an auf euch. Habt ihr es bemerkt? Die Leute mögen euch. Und jetzt werde ich dafür sorgen, dass sie gut hinsehen. Ich werde eine grob behauene Statue in die Arena schleppen lassen. Ich möchte, dass ihr sie demolifikatorisch kaputtifiziert. Natürlich. Blinkt euch das schnell genug, lasse ich euch gegen Hahn den Glücklosen antreten. Ich soll also eine Statue kaputt machen. Seid ihr bereit? Na, lasst uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Toll, ich soll eine Statue kaputt hauen. Was soll das denn? Kann unnachgiebiger Stein unter dem Druck der Zeit bestehen? Ich gehe auf den legendären Sturz. Na komm schon. Na komm schon. Heia! Bam. Das war aber jetzt auch lächerlich. Ihr wart großartig. Ihr wart ja schneller als die Zeit selbst, als ihr diese Statue zertrümmert habt. Keine einfache Aufgabe, muss ich sagen. Gut, dann erzählt mir was über meinen nächsten Kampf. Ich denke, ihr seid jetzt bereit für Hahn, den Glücklosen. Zeigt mir, dass ihr mit den Großen kämpfen könnt und ich sorge dafür, dass ihr diesen Kindergarten hier verlassen dürft. Seid ihr bereit? Lass knacken. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Dann werden wir diesmal mit dem springenden Tiger agieren. Kann Silberner Phönix Hahn den Glücklosen überwinden und die Qualifikationsrunden hinter sich lassen? Springende Tiger! Na komm her! Zack, ich bin schnell. Bist du es auch? Zack, das war's. Und wieder kein Schadenspunkt. Ihr seid sehr gut mit Hahn fertig geworden. Aber das war mir klar. All unsere professionellen Kämpfer bezwingen ihn irgendwann. Haltet mal die Luft an, Qui. Ich bringe euch eine Nachricht von meinem Herrn Kailan, der Schlange. Er ist beeindruckt, wie weit ihr es gebracht habt in so kurzer Zeit. Die Schlange lässt euch wissen, dass er euren Fortschritt genauestens beobachtet. Er ist sehr gespannt darauf, wie ihr euch in der Bronzeklasse behaupten werdet. Qui, ihr dürft weiteratmen. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Nun ja, das war gut, denke ich. Erzählt mir doch noch ein wenig über Kailan, die Schlange. Er hegt großes Interesse an allem, was hier vor sich geht. Er war selbst einmal Meisterkämpfer, versteht ihr? Er hat sich vor einiger Zeit zur Ruhe gesetzt, noch bevor Rasender Ochse hier kämpfte, der Vorgänger des Verwüsters. Aber Kailan hat die Arena nie vergessen können. Er hat sich hier eine sehr wichtige Position geschaffen, mit Hilfe einer Gruppe, die man die Gilde nennt. Die Gilde. Und warum lasst ihr euch von Cho dem Glückspilz herumkommandieren? Co, der Glückspilz, ist ein Halsabschneider, nichts weiter. Aber was er tut, macht er gut. Außerdem gehört er zur Gilde und untersteht direkt Kailan. Kailan beaufsichtigt, was in der Arena geschieht, und die Gilde sorgt dafür, dass die Obrigkeit uns keinen Ärger macht. Genug zu dem, was Co, der Glückspilz, gesagt hat. Könnt ihr mir noch mehr von der Gilde erzählen? Die Gilde kontrolliert das gesamte Wettgeschäft hier. Das verleiht ihnen beträchtlichen Einfluss. Es ist gut, dass sie mit eurem Fortschritt zufrieden sind. Entschuldigung. Unter uns gesagt, die Gilde ist auch in verbotenere Machenschaften verwickelt. Sie legen Wert darauf, dass ihre Existenz ein Geheimnis bleibt, wenn auch ein offenes.
Viele wissen davon, aber nur wenige geben es zu. Im Augenblick ist die Lage besonders brenzlig, da einer der Anführer der Gilde erst kürzlich beerdigt wurde. Kai Lan hält das für eine willkommene Gelegenheit. Sprecht in der Öffentlichkeit nicht über die Gilde. Sie hat viele Ohren. Ihr könnt ein paar von den anderen Kämpfern nach ihr fragen, wenn ihr möchtet, aber sprecht nicht mit jedem darüber. Okay, interessant. Aber das klingt, als wäre es eine gemeine Verbrecherbande. Man sollte sie melden. Das würde ich lieber nicht tun. Ich bin sicher, die Obrigkeit weiß von ihrer Existenz. Wenn ihr sie anzeigt wegen Machenschaften, für die ihr keine Beweise habt, ist das, als würdet ihr einen Nachttopf mit einem Essstäbchen umrühren. Das bringt euch nur Ärger. Um eurer Laufbahn willen rate ich euch, niemand anderen zu befragen als eure Kampfgenossen. Gut gemacht. Der Kampf war um einiges besser als dieser Wein hier. Ja, da bist du ja. Bei all dem reinen Wasser, das dem Palast entströmt, sollte man doch meinen, sie brächten es fertig, Wein zu kältern, der besser schmeckt als Ziegenpisse. Schwarzer Wirbelwind? Ihr seid es tatsächlich. Seid ihr zurückgekehrt, um... Nein, ich bin nur auf der Durchreise und kümmere mich ein bisschen um eure neuesten Kämpfer. Also werdet ihr nicht... Nein, hört auf damit, Quee. Ihr müsstet doch wissen, dass ihr das nicht zur Sprache bringen sollt. Kümmert ihr euch um euren Kram, Werber, dann kümmere ich mich um meinen. Hey, ihr gebt euch mit recht seltsamen Leuten ab. Aber wie dem auch sei, kommt und sprecht mich an, wenn ihr bereit seid. Dann werden wir über euren nächsten Kampf reden. Einen Moment, Quee. Woher kennt ihr den schwarzen Wirbelwind? Nun ja, ich kenne ihn, aber ich werde mich hüten, seine Wünsche zu ignostifizieren. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie ihm selbst. Ich halte mich da heraus. Was braucht ihr? Okay. Wir kommen dann auf keine Legal zu sprechen. Das wäre eigentlich alles, Key. Aber bleibt nicht zu lange fort. Kana könnte während eurer Abwesenheit Meisterkämpferin der Silberklasse werden. So, dann drücken wir erstmal auf F5, damit wir die Kämpfe nochmal machen müssen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht kurz mit den anderen sprechen. So, du bist also Kana. Bist du die Meisterkämpferin der Bronzeklasse?